Meine Frau hat eine Seite, die ich erst seit wenigen Jahren kenne. Das könnte einem vielleicht ja auch ein bisschen Angst machen. Und ich muss zugeben, das hat mir am Anfang auch tatsächlich ein bisschen Sorgen gemacht. Unterdessen habe ich die neue Seite, die ich entdeckt habe, sehr gern. Sie schreibt nämlich. Sie schreibt über Frauen. Und ich lese die Geschichten sehr, sehr gern. Und jetzt kommt gerade das Buch raus mit diesen Geschichten. Was mir allerdings ein bisschen Sorgen macht, ist, dass das alles frustrierte, unglückliche Frauen sind. Und ich frage mich dann, ja, wie viel steckt von diesen Frauen in diesen Geschichten in meiner Frau, wo ich doch das Gefühl habe, sie sind glücklich mit mir. Hallo zusammen. Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast. Mein Leben als Paar. Also mein Leben als Paar. Genau. Wir sind ein echtes Paar, wir sind Eltern, wir haben jede Menge Alltag. Und um den geht es hier, um unseren Alltag als Paar, wobei das ja heute ein bisschen anders ist. Es ist ja nicht so sehr Alltag bei diesem Podcast. Nein, es ist eigentlich gar nicht Alltag, aber es gehört natürlich zu unserem Leben sehr stark. Sibi, du hast ein Buch geschrieben, das kommt jetzt in die Buchläden, das heisst «Safranhimmel». Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Und du weißt, ich bin stolz auf dich. Ich finde das grossartig. Aber in diesen Kurzgeschichten geht es immer um Frauen, die sind irgendwie gefangen und probieren, sich zu befreien. Ja. Geht es dir in unserer Beziehung dann auch so? Also nein, ich fühle mich überhaupt nicht gefangen und ich muss mich auch nicht befreien. Ja, aber verstehst du, dass ich mich frage, wie viel Sibyl steckt in diesen Geschichten? Das ist so authentisch, so realistisch, dass ich mir ja schon auch Sorgen mache, lebt sie literarisch etwas aus, was sie im Alltag mit mir eben nicht ausleben kann? Ja, definitiv, natürlich, das auf alle Fälle. Also du musst dich befreien von mir? Nein, ich muss mich nicht befreien, aber ich kann natürlich in der Fantasie und in meinem Schreiben drin in Welten reisen, in die ich im Alltag, in die ich gar nicht kommen will im Alltag, in unserem Leben. Aber das ist ja eben die Fantasie. Aber ich muss ganz kurz muss ich zurückblenden bei deinem Intro. Hast du gesagt, sind alles frustrierte Frauen? Das stimmt überhaupt nicht. Das sind überhaupt nicht frustrierte Frauen. Das sind sehnsüchtige Frauen, das sind verletzte Frauen, das sind Frauen auf der Suche. Und wenn du die frustriert empfindest, dann muss ich sagen, nee, das will ich gar nicht. Ich will nicht über frustrierte Frauen schreiben. Aber, kein bisschen. Ja, aber Sibyl, also es ist kaum eine glücklich ja, aber in deinem das ist Buch. Frustriert und unglücklich sind ja zwei verschiedene Sachen. Es ist eine ganz tolle Rezension von einem Literaturkritiker, Eugen Zentner heisst er. Und er hat darüber geschrieben, verwundete Frauen auf der Suche nach Erfüllung. Also sie sind verletzt und nicht glücklich, nämlich nicht erfüllt. Also da muss man nicht sagen, die sind nicht frustriert. Nein, aber frustriert? Nein, das ist also gut. Dieses Wort mag ich einfach nicht. Das ist für mich zu eindimensional. Aber verwundet und auf der Suche und Erfüllung, da fängt was an zu spielen und das ist es wirklich. Also das sind auch die Themen, die mich reizen. Wenn ich jetzt einfach über glückliche Frauen schreibe, bei denen alles tipptopp läuft, also ich glaube, das wäre ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Und mich interessieren ja die brüchigen Figuren, die vielleicht auch Gescheiterten, die Verzweifelten, aber die doch irgendwie sich auf den Weg machen. Also all die Frauen, die in meinem Buch vorkommen, die sind unterwegs. Das reizt mich. Ja. Ja, aber und das ist ja wunderbar. Also ich finde es grossartig. Und sorry, das ist jetzt natürlich auch ein Werbespot für das Buch. Ich kann es wirklich nur empfehlen, aber... Danke. Es ist grossartig. Es ist ja vom Aargauer Kuratorium unterstützt worden und alles zusammen. Und das macht mich stolz, aber auf die andere Seite ist es schon das. Ich lerne Seiten von dir kennen, wo mir unbekannt war. Und wo ich natürlich schon muss lernen, damit umzugehen. Du sagst, in meiner Fantasie beschäftige ich mich mit diesen Frauen. Aber die Frage ist ja immer die, wie viel steckt von dir in diesen, ich sage jetzt nicht frustrierten Frauen, aber gefangenen Frauen, die sich befreien wollen? Das ist eine große Frage. Und das ist ja so generell die Frage, ist das, was Leute schreiben, das, was sie sind? Also ist Stephen King ein Horrortyp? Nein, ist er nicht, aber er kann wahnsinnig gut darüber schreiben. Okay, du redest jetzt als Schriftsteller. Ich finde das ja grossartig. Ja, dass im Moment bin ich auch Schriftstellerin. Aber jetzt rede mal als Sibyl. Muss ich mir Sorgen machen, dass du
Dich musst du befreien. Also ich kann nicht beruhigen. Nein, du musst dir keine Sorgen machen, solange du mich schreiben lässt, ganz bestimmt nicht. Ich glaube, du müsstest dir vielleicht dann Sorgen machen, wenn ich dieses Ventil nicht hätte, wenn ich diesen Weg nicht haben könnte, wo ich das ausleben kann. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich staune manchmal auch selbst darüber, was da so aus mir rauskommt. Also ich weiß ja auch nicht, woher das kommt und was das ist. Manche Figuren sind mir echt auch ein bisschen unheimlich. Es ist auch zum Teil ja, ein bisschen... Ja, skurril ist ja noch so ganz okay, aber es wird ja auch ein bisschen krasser in dem Buch. Und ja, darf ich das sagen? Eine Frau hat so keinen anderen Ausweg als ihrem Mann, wo der Mann hat sein Leben lang belogen und gedemütigt. Und sie hat keine andere Wahl, sie kann sich nicht anders verhalten, als ihm an einen Ort anzufolgen, wo sie nie mehr wird zurückkommen. Und also, das ist wirklich eine tragische Geschichte. Da gibt es zwei Tote am Schluss. Ja, nicht spoilern, sorry. Nicht spoilern. Ja, wenn ich es nur von der Geschichte her lese, hey, grossartig. Mhm. Wenn ich es als Partner von dir lese, denke ich, oh Mann, ey. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich denke mir auch manchmal, wie ist es, wenn jetzt zum Beispiel unsere Töchter mein Buch mal lesen? Also denken die sich auch, die Mama, die hat ja irgendwie also ein bisschen ja, was Schräges in sich. Habe ich vielleicht auch, keine Ahnung. Aber also nochmal zur Einstiegsfrage, nein, du musst dir keine Sorgen machen. Ich will nicht ausbrechen. Und ich möchte an dieser Stelle mich eigentlich bei dir bedanken, dass du mir Raum gibst dafür, dass ich das ausleben kann. Und das finde ich ganz wichtig. Das ist ja wie in den letzten Jahren neu entstanden, dieses Schreiben bei mir, dieses Schreiben für mich, also so literarisches Schreiben, das Schreiben als Beruf, das machen wir beide schon lange. Und das hast du mir eigentlich ermöglicht, du hast mich da auch immer bestärkt und gefördert und gefordert. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Und da danke ich dir. Und ich glaube, das ist als Paar auch so wichtig. Gerade wenn man lang zusammen ist, dass man wie auch zulässt, dass der andere vielleicht irgendwann auf neue Interessen stößt oder eine neue Leidenschaft entwickelt. Und solange diese Leidenschaft ja die Beziehung nicht bedroht, und das tut sie definitiv nicht, kann ich dir hiermit versichern, finde ich es wichtig, dass man die zulässt. Dass man dem anderen den Raum dafür gibt. Und das finde ich echt toll, dass du das machst und mir auch meine Schreibzeit möglich machst. Und du kümmerst dich hier um den Rest des Lebens und ich darf versinken in meinen Texten. Und dann kommen halt Charaktere irgendwie aus mir heraus, über die ich selbst überrascht bin. Und also das ist wirklich so. Ich gebe dir sehr gern die Zeit. Ich möchte dir das ermöglichen, weil ich überzeugt bin, dass du... sehr talentiert bist, das gut machst und du brauchst die Zeit. Nein, das hat, ich würde so sagen, wenn wir jetzt nicht zusammen wären, es ist eigentlich objektiv, soweit man kann objektiv sein, aber zum Glück haben ja das auch andere gesagt, dass es gut ist. Ich gebe nur so gerne die Zeit und du sagst, und das ist toll, weil das gefährdet ja unsere Beziehung nicht und so, das weiss man ja nicht vorher. Und das weiß man jetzt auch nicht für die Zukunft. Kann ja sein, dass du eben anfängst, dich in eine Richtung entwickeln. Und nachher heisst es dann irgendwann einmal, in mehreren Jahren trifft man dann jemanden und dann fragt die Person, bist du noch zusammen mit der Sibyl? Und ich, ja, nein, weißt, wir haben uns auseinanderentwickelt. Oh Gott, was... Nein, ich sage, das sind ja so die typischen Geschichten oder die Begründungen, wieso man nicht mehr zusammen ist. Wir haben uns auseinanderentwickelt. Insofern ist es sicher mutig zu sagen, hey, ich unterstütze dich absolut grossartig. Ich find's, ich bin oft mal mit einer Schriftstellerin zusammen, ohne dass ich das aktiv gesucht habe. Andererseits ist es natürlich so, ja, also es ist ja dann auch ein Wagnis. Also man geht, du bist ja dann unterwegs mit deinen Figuren, ja. mit ihren neuen Geschichten oder mit dieser neuen Seite von dir. Und wir wissen ja beide nicht, wo das hinführt. Ja, also das ist auch für mich ein Abenteuer auf eine Art. Und ich finde es wahnsinnig aufregend und spannend. Und eben jetzt so dieses neue Buch, also du hast ja gerade gesagt, es ist jetzt erschienen. Ich habe es also diese Woche das erste Mal berührt und in der Hand gehalten. Und dann ist auch so eine Verliebtheit da. Und dann bin ich vielleicht auch wie so ein bisschen abwesend. Also ich bin dann schon sehr nah an meinem Buch dran. Und das kann auch sein, dass du das vielleicht ein bisschen spürst. Zum Glück bist du nicht eifersüchtig. Also wäre auch... Könnte ja passieren, oder? Dass man wie ein bisschen eifersüchtig wird auf das, was der andere jetzt da erlebt und macht. Und ich glaube aber, wenn wir zwei immer achtsam sind und auch mitteilen, du, jetzt
jetzt rauschst du mir zu sehr weg oder jetzt wird es mir ein bisschen zu viel Zeit, die du mit deinen Sachen verbringen willst. Das müssen wir einander immer sagen. Und wenn wir das, wenn wir uns daran beide halten, ich glaube, dann werden wir in ein paar Jahren nicht sagen, ja, wir haben uns irgendwie da auseinandergelebt. Das wäre echt jammervoll. Also, ja gut, also es ist irgendwie müßig, auch über das zu reden, was könnte werden und genau. So weiter. Ich freue mich ja wirklich, wenn wir uns beide entwickeln. Genau. Und unsere Kreativität auch irgendwie miteinander ausleben können. Entschuldigung, das habt ihr jetzt nicht mitgekriegt, jetzt hat es hier gerade gewackelt. Ich weiß nicht, ist das ein Erdbeben? Unser Haus hat gerade gewackelt. Ja, es hat gerade gewackelt. Steven guckt sich hier ganz besorgt um, ganz ruhig. Wir reden nur über mein Kurzgeschichtenbuch. Es ist kein Erdbeben, bitte nicht. Es ist auch nicht das langes Erdbeben, es war ein Rumpler. Aber genau. Es hat wirklich da jetzt. Wir haben ein Holzhaus und es hat hier gerade alles gewackelt. Gerumpelt. Genau, es ist Samstagnachmittag und es wackelt in unserem Haus. Genau. Ja. Aber das. Ich brauche einen Schluck Wasser. Es steht noch alles. Ja, aber vielleicht war das auch so der Hinweis gewesen. lies mal aus deinem Buch, lies mal von denen. Das sind ja auch Erschütterungen, die Frauen dort erleben. Sagst du gut, genau. Das stimmt. Also ich lese die erste Geschichte, den Einstieg in die erste Geschichte aus meinem neuen Buch Safranhimmel. Noch ganz kurz, es sind ja Frauen, verschiedene Frauen, die drin auftauchen. Und zum Teil haben die auch miteinander zu tun. Die begegnen sich teilweise immer wieder. Und die erste Geschichte heißt Schuss ins offene Herz. Der Kühlschrank war leer. Er roch nach künstlicher Zitrone. Barbara hatte Putzmittel auf die weiße Spitze des Wattestäbchens gesprüht und jede Ritze gesäubert, aus dem kleinen Loch an der Rückwand schwarze Schmiere entfernt und daran gerochen. Sie schwitzte. Ihre Hände immer zu trocken, die Haut tief gefurcht, schmerzhafte Risse. Sie fuhr sich kurz über die Stirn, die salzigen Tropfen wegwischend, dann durch ihre Haare matte, graue Strähnen, die wirr in alle Richtungen zeigten. Sie hatte mit dem Wattestäbchen immer wieder in das Loch im Kühlschrank gebohrt, wo Tauwasser gesammelt wurde, das so gar nichts von Tau hatte. Diesen Dreck, der an ihn erinnerte, einfach weggewischt. Es hatte ihr gut getan. Jedes Fach gründlich ausgeräumt und geputzt und alles weggeworfen, was normalerweise den Weg in seinen Magen genommen hätte. Aber jetzt kein Bier mehr, lagerhell, keine Margarine, cholesterinarm, kein Senf mittelscharf, keine Silberzwiebeln in Essig, kein Fleischkäse, kein Emmentaler, keine Tabletten mehr, kein Ernst mehr. Barbara drehte den Schalter auf Null, das Licht erlosch. Das Brummen verstummte. Dann zog sie den Stecker aus der Wand, stellte den Wasserkocher neben der Spüle an, wartete, bis es zu dampfen begann. Sie hörte genau hin. Kurz bevor das Wasser kochte, wurde es leiser, so als würde es Anlauf holen. Sie hörte es jedes Mal. Sie hatte noch nie mit jemandem darüber geredet, hatte keine Ahnung, warum der Klang von fast kochendem Wasser leiser war als der davor und der danach. Als würde Wasser bei 98 Grad kurz die Luft anhalten, um dann zu überborden. Sie kippte das heiße Wasser in den gusseisernen Topf, stellte ihn ins Eisfach. Die Kristalle knackten. Abtauen. Die Vergangenheit abtauen, die Zukunft einfrieren. Sie klemmte das Kabel in die Kühlschranktür, damit diese nicht zufallen konnte. Er brauchte Luft. Ein ausgeschalteter Kühlschrank braucht Luft, sonst müffelt er. Das hatte sie schon im Haushaltsunterricht gelernt. Ein toter Mann braucht Kälte, sonst müffelt er. Ja, ja. Das also die Geschichte geht natürlich noch weiter, gell? Genau. Ja. Das ist auch. Ich habe nicht gewusst, was du genau liest. Ich wollte, dass du etwas liest. Das ist tatsächlich die Frau, die ihrem Mann dann folgt, wo auch immer. Das verrät ich natürlich nicht. Aber. Ja, ich finde eben, ich komme noch mal auf das zurück. Also so der doppelte Blick auf deine Geschichte, einerseits fasziniert von deiner Fantasie, was du schreibst und wie dicht das du kannst beschreiben. Andererseits eben auch wieder so ein bisschen die Befürchtung, uiuiui, das bist ja auch du. Und
Ich kenne alle Geschichten in diesem Buch und die Männer kommen katastrophal weg. Die kommen sie haben keinen katastrophal, leichten Stand, nee, aber katastrophal. Ja. Ja, sie sind wirklich... Also die meisten sind wirklich egoistische Idioten. Ja, und oder Schwächlinge. keine so tollen Typen wie du. Also ja, über dich habe ich nicht geschrieben. Ja, nein, also über dich. Ja, aber wo... Kein Wort über dich in diesem Buch, das sorry. Ist natürlich schön, dass du das sagst und dann auch noch gerade öffentlich. Aber irgendwo musst du ja die Inspiration holen. Ja, die Inspiration hole ich mir durch Beobachten, durch einfach hingucken. Ich liebe es, mich in andere zu versetzen, hineinzudenken, mir was auszumalen. Irgendwo sitzt eine Frau und ich denke mir, wieso wartet die hier, auf wen wartet sie, was passiert da? Und wieso sitzt sie im Schatten und nicht an der Sonne, wo doch so schönes Wetter ist? Und dann fängt sie in meinem Kopf schon an. Das ist eigentlich wirklich so eine Art geistiges Rollenspiel. Irgendwie, ich versetze mich dann sehr in diese andere Figur, die es ja real nicht gibt. Die schuster ich mir zusammen aus vielen Figuren, die mir begegnet sind. Manche haben vielleicht schon ein bisschen mit mir zu tun. Hin und wieder gibt es Figuren, die sind ganz entfernt so in meinem Leben, vielleicht auch mal aufgetaucht. Und dann bediene ich mich an denen. Aber das ist eigentlich so eine Art, eine Reise zu anderen Menschen hin. Also die Inspiration liegt überall. Ja. Ja. Du redest wieder wie eine Schriftstellerin. Wie soll ich denn jetzt reden? Meine Güte, ich weiß gar nicht, in welcher Rolle bin ich jetzt hier? Ich möchte jetzt auch mal als Schriftstellerin reden. Ja, also, ich merke es. Macht ja auch Spaß. Ja. Ich muss noch ein bisschen zurückgehen. Das ist ja dein zweites Buch. Das ist dein zweites Buch. Das erste Buch heisst «Sophie hat die Gruppe verlassen». Auch dort ist immer um Frauen gegangen. Die sind alle, in diesem Buch sind die Frauen zum Teil verzweifelt auf der Suche nach Liebe gewesen. Und sie haben alle einen Schaden gehabt. Und den Schaden haben sie... Die meisten von denen haben ihren Schaden in der Kindheit geholt. Also auch dort habe ich doch gedacht, es könnte sein, dass du etwas auch verarbeitest. Und jetzt im zweiten Buch müssen sich die Frauen befreien, häufig eben von Männern. Wenn ich nicht das... die Inspirationsquelle von diesen Idioten, würde ich doch gleich gerne wissen, ja, wieso müssen sich die alle von Männern befreien? Also das muss ja gleich etwas mit dir zu tun, also es beschäftigt dich. Ja. Oh, Steven, das ist schwierig, darauf zu antworten. Ja, das ist mir rätselhaft. Ich bin mir manchmal selbst ein Rätsel. Du siehst, was du auslöst mit deinem Schreiben. Irgendein Kritiker ist völlig begeistert, aber dein Mann, der neben dir war, der hat dann schon eine Frage. Der ist irritiert, ja. Der ist nicht nur begeistert, der ist irritiert. Und das will ich ja eigentlich nicht. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob man so als schreibendes Paar dem anderen sagen sollte, du darfst es gar nicht lesen. Auf der anderen Seite bist du ja mein erster Leser. Du liest ja alles zuallererst. Und das ist ja auch ganz wichtig für mich, dass ich dir meine Texte zeigen kann. Also, und ich kann dich da nicht verschonen. Es kann vielleicht noch ganz viel schlimmer werden. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ob es ein Ventil ist, keine Ahnung. Also, weißt du was, dann... Sag mal, erzähl mal, wie entsteht so eine Geschichte? Also vorher hast du gesagt, einfach nur durch Beobachtung. Ja. Aber das kannst du ja nicht beobachten, das, was dann deine Frauen erleben in dem Buch. Eine geht ja fremd, zum Beispiel. Ja. Also, und zwar ziemlich detailliert. Ja. Absolut. Ja, ja, aber ich meine, wie man miteinander irgendwo in einem Hotelzimmer unterwegs ist, das also kann man sich ja sehr gut ausmalen, ohne dass ich das machen muss. Also ich muss auch nicht Drogen nehmen, wenn ich über Drogen schreibe. Überhaupt nicht. Das kann man recherchieren. Also das ist grenzenlos, wirklich absolut grenzenlos. Du musst nichts von dem, über das du schreibst, selbst erlebt haben. Kein bisschen. Wichtig ist, dass ich mich in diese Figur hineinfühle und dass die auf einmal anfängt, Sachen zu machen. Ich plane das ja gar nicht. Und es ist wirklich im Schreiben drin. Steven, ich weiß es auch nicht. Ich fange einfach an, irgendwie eine Frau, ich sehe was, die hat vielleicht eine Polyesterbluse mit so Blümchen drauf und diese Blümchen faszinieren mich und dann lege ich los. Ich bin eine sehr spontane Schreiberin. Man könnte auch sagen, konzeptlos oder intuitiv, keine Ahnung. Und dann passiert halt was mit dieser Frau. Und das entsteht zwischen ihr und mir. Und ich lasse mich da auch sehr gerne überraschen. Und es gibt dann echt so einen Zustand, wo ich nicht mehr merke, was ich schreibe. Und dann mache ich das Dokument zu und vielleicht komme ich erst in der Woche wieder dazu zu schreiben.
und öffne das und lese das und bin dann manchmal echt auch ein bisschen überrascht, weil ich mich gar nicht so recht erinnern kann, wann ich das geschrieben habe. Also es ist so ein außergeistiger Zustand. Keine Ahnung, das klingt jetzt irgendwie auch alles ein bisschen affig. Ich weiß es echt nicht. Ich schreibe halt einfach gern und ich denke mir gern Geschichten aus. Und vor allem eben Geschichten, die so nichts mit mir und meinem Alltag zu tun haben, sondern die wie ein bisschen draußen sind. Über unseren Alltag schreiben wir ja schon in der Kolumne, über unseren Alltag reden wir hier im Podcast. Und das ist einfach eine andere Dimension. Und ich bin mir sicher, du, als du dein Buch Superhelden geschrieben hast, wir Superhelden, da warst du auch in einer anderen Dimension. Also, und jetzt bist du an einem Roman, da wird auch wieder was passieren. Also es bleibt spannend. Und was ja toll ist, dass wir beide dieselbe Leidenschaft teilen, oder? Das Schreiben, das Geschichten entwickeln und da können wir auch miteinander reden. Nur, ich schreibe eine Geschichte über eine Rennfahrerin. Ja, weil du gerne Rennfahrer wärst. Ja, genau. Und ja weil mich das sehr beschäftigt und weil das eben Rennfahrerei ist und so weiter. Und da habe ich eine direkte Herleitung, wieso ich über das schreibe. Genau. Und darum ist doch meine Frage, wieso dass du über Frauen schreibst, wo... Okay, genau. Aber dann jetzt noch ganz kurz, kleiner Schwenk zu deinem neuen Projekt. Du schreibst über eine Rennfahrerin, die schnellste Frau der Welt war das damals. Sie hat als einzige... Mein Mann schreibt über eine Frau. Er versetzt sich total in diese Frau. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nein, überhaupt nicht. Eben, du hast keine Ahnung, du bist nicht so eine gute Autofahrerin. Also, nee, aber das Frau, mit dem... Mann, dass du als Mann über eine Frau über eine aber Frau aber weißt du was, über das oder? Wollen wir gar nicht reden, Sibyl. Es geht überhaupt nicht um das. Es geht also überhaupt gut. Nicht um das. Ich wollte eigentlich in diesem Podcast eben auch über die Rolle, die ich als Partner habe, reflektieren, ja, quasi. Genau. Oder was bedeutet das, eine völlig neue Seite an jemandem kennenzulernen? Weil das habe ich ja nicht. Das ist aus dem Nichts gekommen. Als ich die ersten Geschichten gelesen habe, eben jetzt bei dem ersten Buch, da ist für mich, wow, was passiert denn da? Ich habe dich überrascht, oder? Ja, völlig. Ja, ist das nicht super? Nach irgendwie über 20 Doch. Jahren zusammen sein, konnte ich dich überraschen? Ja, natürlich. Ja. Dann freuen Sie sich mal, junger Mann. Ich freue mich ja auch. Aber ich habe ja auch ambivalente Gefühle in dem Ganzen. Und das ist eigentlich das, was ich interessant finde. Und das ist auch das, wo ich denke, wir haben jetzt über das Buch geredet und so weiter. Aber es ist natürlich auch interessant, eben da ist man mit jemandem 20, 30 Jahre zusammen und entdeckt dann etwas, entdeckt Eigenschaften, wo eben eine Faszination auslösen, Emotionen auslösen, Überraschung, Stolz, vielleicht aber eben auch Angst oder Sorge. Und das finde ich interessant. Eben, natürlich, so wird eine Beziehung garantiert nicht langweilig, aber eben, sie wird zum Wagnis, auch nach so langer Zeit. Absolut. Und was mich natürlich freut, ist, dass dir meine Geschichten gefallen. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn du jetzt das überhaupt nicht nachvollziehen könntest. Sag nicht, oder? Sag nicht. Hey. Ich bin so froh, finde ich die Geschichte genial. Das stelle ich mir schwierig vor. Das ist ja wie angenommen, ich würde jetzt malen, die schauerlichsten Bilder, und die würde ich überall hier aufhängen. Du würdest nur denken, Gottes Willen, was malt die da? Ja, ich würde dann denken, wieso schreibt sie nicht? Wieso malt sie? Wieso schreibt sie nicht? Ich bleibe beim Schreiben, genau. Nee, aber zum guten Glück. Also, und drum glaube ich, Steven, du musst dir keine Sorgen machen im Schreiben. Werde ich dich nicht ausschließen im Sinn von, ich werde nicht irgendwie so abdriften, dass wir im realen Leben nicht mehr miteinander können, kann ich dir versprechen. Möchte mich auch nochmal bei dir bedanken für das, was du vorher so zu meinem Buch ganz am Anfang gesagt hast. Freut mich natürlich. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt Sinn macht, weil ich weiß gar nicht, wer ihr da draußen seid und wo ihr lebt. Aber am 23. September lese ich aus meinem Buch das Buchvernissage in Zürich im Kosmos. Eintritt ist frei, ihr seid herzlich willkommen. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann mal, weil ihr hört uns ja nur und wir sehen euch ja nicht. Wäre schon cool, oder? Habe ich es jetzt richtig gesagt? Wann und wo? 23. September, Kosmos Zürich, Safranhimmel. Und ich lese. Jetzt ist eine Werbesendung geworden, Sibyl. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebracht. Das hätte ich nicht gebracht. Ich will, jetzt ist es so, wie jetzt... wenn jetzt jemand das Gefühl hatte, das ist noch interessant, ich gehe mal recherchieren und hätte es dann selber herausgefunden, hätte ich jetzt viel cooler gefunden. Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber okay, ich glaube... Es ist draußen, sorry. Es ist draußen, ja. Genau. Also gut. Und ich merke natürlich,
Du hast vorher gesagt, ja, du bist jetzt eigentlich wie in einem Rausch, weil das Buch erst gerade rausgekommen ist. Und das ist tatsächlich so. Du bist schon in einem eigentlich speziellen Zustand. Mhm. Und das heißt mir doch verziehen, okay. So wie ein Baby. Ja. So wie ein Baby, wo ein frisch geborenes Baby, man geht spazieren und will es allen zeigen. Ja. Und alle sagen dann, ja, ist das herzig. Und kaum jemand findet es schön. Und ich hoffe nicht, dass das beim Buch so ist. Du bringst Bilder, ehrlich. Ja, also die wenigsten Frischgeborenen, also auch uns, die haben jetzt nicht so hammermäßig ausgesehen, ganz am Anfang. Das geht jetzt zu weit. Unsere Kinder waren traumschön. Ja, für uns schon, weil sie unsere Kinder waren. Ja, genau. Aber die anderen sind nur höflich gewesen, wenn sie gesagt haben, ja, schau mal. Ja, also, es wird jetzt komisch, gell? Jetzt, ja, ich glaube auch jetzt, kommen wir zum Schluss, was meinst du? Ja, ich würde sagen. Machst du das Schlusswort? Sagst du noch irgendwas zum Schluss? Oder sagen wir einfach, das war jetzt der Podcast über eigentlich Safranhimmel. Und über Zeit, was? Für sich selbst zu haben und sich kreativ auszudrücken. Oder eben über, wie geht es einem Mann, wenn er ein Buch liest von seiner Frau, wo die Männer katastrophal wegkommen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, das wäre es gewesen. 14 Tage wieder. Kommen genau. Mit einem neuen Thema, dann nicht über das Buch. Nein, dann was Neues, ganz was anderes. Genau. Lassen wir uns selbst überraschen. Und falls ihr in der Zwischenzeit von uns lesen wollt, wie gesagt, jede Woche in der Coop-Zeitung. Genau, hinterste Seite. Ja. Gibt es aber auch online zu lesen, coopzeitung.ch. Genau. Und auf unserer Homepage findet ihr auch unsere Live-Auftritte. Wir sind nämlich jetzt wieder on Tour sozusagen mit unserem anderen Buch, Parcours d'Amour. Da, wo wir zusammengeschrieben haben, genau. Und wo Männer nicht so schlecht wegkommen und Frauen auch nicht mordet. Und es ist eigentlich dann immer sehr amüsant. Es ist ein liebevolles, heiteres, neues Programm. Genau. Ich freue mich drauf. Genau. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.